Also ich traue mich jetzt mal an dieser Stelle zu behaupten, dass es in Gleisdorf so gewisse Namen gibt, die man einfach kennt. Da weiß man, da gibt es Leute, da gibt es Personen, die machen da irgendwas, sind da betrieblich unterwegs. Und ein Name davon ist sicherlich auch Reisenhofer. Und da sind wir heute zu Besuch. Neben mir hat es Platz genommen der Karli Reisenhofer. Servus. Servus. Sag, wir sind hier zu Besuch bei euch in der Firma. Kannst du uns noch mal ein bisschen für Leute vielleicht, die das Video jetzt sehen und vielleicht mit dem Namen Reisenhofer noch nicht so viel anfangen können, ein bisschen erzählen, was macht ihr, was tut ihr, was seid ihr? Ja, wir sind ein klassischer Familienbetrieb, seit fast jetzt 62 Jahren in Gleisdorf beheimatet. Wir machen einfach die ganze Haustechnik, das heißt einfach Gas, Wasser, Heizung, Lüftung. Und wir schauen einfach, dass es die Leute in den Gebäuden sich wohlfühlen und sich einfach gern damit aufhalten. Euer Fokus ist da Privatheim, Industrie, in welche Richtung geht's da? Wir fokussieren uns eher auf die Industrie, also Gewerbe, machen aber auch vereinzelt Einfamilienhäuser, aber wir schauen schon, dass wir eher auf die Gewerbeseiten sind. Auf der Gewerbeseite. Und das heißt quasi in der ganzen Steiermark oder hauptsächlich Gleisdorf? Oder nein, wir sind eigentlich teilweise wirklich Steiermark natürlich bezogen, ja. Und aber auch Wien. Okay. Teilweise, wenn man andere Aufträge kriegen von Magna zum Beispiel, kann es halt sein, dass wir woanders auch sein. Okay, also das ist jetzt quasi, je nachdem, wo der Auftrag kann auch aus Japan kommen und wie auch immer, oder? Das ist eher weniger, aber wenn wir so haben wie Magna, der schon ein paar Aufträge hat, dass man da halt nicht auf die Steiermark sich begrenzen, sagen wir so. Mhm. Deine spezielle Rolle in der Firma ist ja derweil noch keine, glaube ich, oder? Derweil noch nicht. Ich habe gerade erst die Ausbildung fertig gemacht. Was hast du gemacht? Die HTL in Binkerfeld, zeigt Gebäudetechnik. Das ist einmal so fast die einzige, die das fachspezifisch macht, die wirklich das auf uns zugeschnitten ist. Und einfach ein Ingenieurslehrgang sozusagen, ja. Fünfjährig. Das heißt, also von den Inhalten in HTL, es würde auch gut zusammenpassen mit der Firma, oder? Eins zu eins. Die ganzen Fächer sind eins zu eins in dieser Schulformat enthalten. Okay, das hast du bewusst eigentlich gemacht oder hat dich das einfach interessiert? Wie ist das? Nein, es ist wirklich, nach dem Gymnasium habe ich gesagt, okay, machen wir das, die 5 Jahre. Hat der Vater gesagt irgendwie? Oder? Nein, das habe schon ich gesagt. Weil ich gesagt, nach den 5 Jahren, dann hast du wenigstens ein paar Berufe. Ja, ja. Und wenn noch was nachher noch kommt, kann ich es mir eh aussuchen, aber da hast du mal ein paar Berufe erlernt. Das heißt, das war so ein Interesse. Ist das überhaupt was, womit du dich in deiner Freizeit beschäftigst, mit generell alles, was du zum Beispiel in der HTL gelernt hast, aber auch überhaupt ganz allgemein gesehen, die Wirtschaft in Gleisdorf, betriebliches, Finanzen, so eine Richtung? Das sicher. Ja. Also das ist auch ein Augenmerk gelegt worden, auch nicht nur eben das fachspezifische, sondern auch das wirtschaftliche Denken, wie man Zahlen interpretieren kann, wie das alles abläuft, dass man da auch ein fundiertes Basiswissen hat. Und das ist sowieso mein Bereich eher. Jetzt bist du ja doch noch eher jünger, sagen wir mal so. Gell? Inwieweit ist das überhaupt für dich jetzt schon als junger Mensch ein Thema, auch auf lange Zeit gesehen? Also, denkst du jetzt schon so weit voraus oder sagst du, naja, es interessiert mich halt, es ist so mein Ding, aber derweil ist für mich jetzt persönlich, privat vielleicht noch nicht so das große Thema? Ja, na doch, sicher macht man sich Gedanken. Nicht nur auf ein Jahr, sondern wie geht es vielleicht in 5, 10 Jahren weiter? Also das sicher immer im Gedächtnis sein, weil es kann auch alles kommen. Also man muss immer auf alles gewappnet sein. Und ja. Wenn man so einen Basisplan hat, ist nie schlecht. Ist nicht verkehrt, absolut. Überhaupt wahrscheinlich jetzt auch zu den bekannten Zeiten. Sicher. Kannst du das irgendwie festmachen? Wie habt ihr das in der Firma gespürt, beziehungsweise was hast du da so mitgekriegt? Oder wie würdest du die aktuelle Situation überhaupt wirtschaftlich bewerten? Na sicher. Ich sage jetzt mal am Anfang mit der Corona-Krise, am Anfang, wo sich keiner auskennt hat, wo teilweise Baustellen zu waren. Was natürlich sehr schwierig, weil die Arbeit muss trotzdem pünktlich fertig werden. Und jetzt ist es halt so, ja, wo kriegen wir jetzt vor allem in der Ukraine die ganzen Rohstoffe her? Weil ich sage, die Rödeln werden zwar nicht immer in der Ukraine produziert, aber die Rohstoffe dafür, jetzt muss man halt schauen, dass man mit den steigenden Preisen das irgendwie einfängt. Wenn wir jetzt auf Gleisdorf mal bleiben, wie ist das so? Was ist das so aus deiner Sicht für standortwirtschaftliche gesehen, für Reisenhofer? Was bietet Gleisdorf alles? Wo würdest du sagen, das ist da recht ein gutes Platz sozusagen? Ich sage natürlich gleich einmal, diese Autobahnanbindung haben wir natürlich einen großen Vorteil.
und ich sage mal von unseren Regionen, wo wir die Arbeitskräfte herbeziehen, ist Gleiser fast so ziemlich in der Mitte etabliert. Wir haben zwar viele aus dem südlichen Burgenland und aus der Weizer Gegend, aber die treffen sozusagen alle dann in Gleisdorf zusammen und dann verstreut es eigentlich sehr zentral über Steiermark. Mhm. Das heißt, das ist da euer Firmensitz, euer Hauptsitz quasi. Ja. Habt ihr noch andere Standorte? Wie schaut es da aus? Ja, wir haben ein kleines Lager in Wien draußen. Okay. Und so ein kleines Lager und kleines Büro im Südburgenland. Das war aber für euch immer klar, Gleisdorf ist es auf jeden Fall, weil ihr auch von da seid quasi. Und natürlich. Damit kommt die Firma her. Also es ist, wir wohnen selber in Gleisdorf. Die Firma war schon sehr lang oder ewig in Gleisdorf. Und da haben wir gesagt, es gibt nichts Besseres, als sie hier zu lassen. Wenn ich dich jetzt mal direkt als jungen Gleisdorfer einfach anspreche, ja, also mal abseits von der Firma gesehen, was bietet Gleisdorf eigentlich für dich? Wo sagst du, hey cool, da habe ich jetzt abseits der Firma zum Beispiel, abseits meiner beruflichen Möglichkeiten, auch total viele private Möglichkeiten? Natürlich klassisch das Kino. Oder natürlich, wo ich persönlich gern hingehe, ist das Fußballstadion. Jede Woche mal oder alle zwei Wochen. Bist du aktiv im Fußball? Nicht fußballerisch, sondern eher im Vorstand, aber... Okay. Und dann halt zusehen und anfeuern und Gas geben. Sicher, ja. Weil es ist dort, findet man immer neue Freunde und das ist immer klasse. Seid ihr da mit der Firma irgendwie beim Fußballverein? Ja, der Papa sponsert, also okay. Im Fußballverein selber. Mhm. Und für mich war das ja immer klar, der Papa hat mich auch früher immer dorthin mitgenommen. Mhm. Deswegen ist für mich der Fußballplatz fast so wie eine zweite Heimat. Das heißt, eine Karriere als Profifußballer kommt aber trotzdem nicht in Frage für dich? Nein, das habe ich schon vor 8 Jahren beendet. Okay. Also hättest du das probieren wollen oder war da mal der Gedanke da? Oder? Ja, als 12-Jähriger ist man schon ein bisschen weiser und da denkt man sich, kann das was werden, kann das nichts werden? Und da habe ich schon gedacht, okay, so gut bin ich nicht, lass uns lieber gleich. Machen wir lieber HTL und schauen wir, dass wir in die Richtung auf jeden Fall gehen. Ja, sure. Jetzt haben wir einerseits schon angesprochen, private Möglichkeiten, was Gleisdorf alles bietet. Was sollte aber der Gleisdorf deiner Meinung nach noch alles anbieten? Oder was fehlt da vielleicht noch so ein bisschen? Ja, ich sage jetzt einmal, wenn du am Wochenende mehr was unternehmen willst, da fehlt es in Gleisdorf ziemlich, abseits halt natürlich von sportlichen Events. Und vor allem sonntags, da ist halt ziemlich tote Hose in der Stadt. Mhm. Da könnte noch was passieren. So aber bei so Events wie zum Beispiel im Street Food Market, was alles nicht alles im Gleisdorf gibt, wenn wir jetzt an die erste Veranstaltung denken, da bist du aber auf jeden Fall immer da dabei. Da bin ich dabei, weil dann passiert mal was in der Stadt. Ja. Aber sonst so unter den normalen Wochen, auch mit Kaffeehäuser, Öffnungszeiten, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Schwung reinbekommt. Wo holst du denn deinen Kaffee am liebsten? Also unter der Woche natürlich in der Co, in Columbia. Oder halt Stadtcafé, zu den klassischen Bereiche. Dann geht es quasi weiter ins Kino. Dann noch. Dann geht es meistens ins Kino gleich, ja. Bowlen auch? Immer, ja. Also, immer? Also so, wenn ich ins Kino gehe, ist Bowlen eigentlich ein Fixtermin. Wie gut bist du in Bowlen? Ausbaufähig. Ausbaufähig, okay. Aber der Spaß ist vorhanden. Der Spaß ist vorhanden, das ist schon mal das Wichtigste. So, wenn es jetzt eigentlich, das würde mich jetzt noch interessieren, du triffst jetzt auf jemanden, keine Ahnung, einen Freund zum Beispiel, den sagen wir mal, in Wien hast du oder so. Ja. Ne? Und der fragt dich, warum bist du gerne in Gleisdorf? Wie würdest du ihm die Frage beantworten? Okay, Gleisdorf hat natürlich diese, sage ich mal, oder benennt es gerne als optimale Größe. Nicht so groß wie Graz, aber auch jetzt nicht so klein wie Hausnummer Albersdorf. Also du kannst, wenn du in der Stadt mal unterwegs bist, kannst gleich mal jemanden treffen, aber auch so gut, wenn aus dem Weg gehen. Mhm. Und hast trotzdem immer deine Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Du hast eigentlich alles da, was brauchst du? Ja. Also von jetzt Kino, Einkaufen, schnelle Anbindungen an die Autobahn, ist alles vorhanden. Und was euch natürlich eben auch, wenn wir auf die Firma wieder zurückkommen, eben auch reinspielt, oder? Das schon, ja, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Das heißt aber auch so auftragsmäßig, war es da vor Corona schon gut oder ist es jetzt um ein Vielfaches gestiegen oder wie ist da gerade das? Nein, das ist, also es ist nicht nur so, dass wir immer von Auftrag zu Auftrag schauen, sondern es sind wirklich Aufträge von Stammkunden, die Jahre oder 2-3 Jahre zurückliegen, die uns jetzt noch immer beschäftigen. Weil wir ja auch teilweise größere Projekte haben. Mhm. Und es läuft halt über mehrere Jahre und halt nicht nur so ein Jahr. Kriegst du das auch ein bisschen mit, wie es da so dem Mitbewerb geht? Wir sitzen ja alle im gleichen Boot im Prinzip. Ja, aber wie schaut es da überhaupt jetzt ganz allgemein von der Situation her, würdest du sagen, also aus deiner Sicht? Ja, ich sage mal, die Haustechnikbranche kann immer mehr Leute brauchen. Also die Aufträge sind da vorhanden, die Bücher sind voll. Und jetzt wollen halt alle auch vom Gas schnellstmöglich weg. Das kommt jetzt auch noch dazu. Und es ist mehr Nachfrage an
diesen Lösungen da, als wirklich jetzt sofort behoben werden kann, sagen wir so. Also wir können festhalten an dieser Stelle, bewerbt sich bei Reisenhofer, oder? Der ist auf jeden Fall, ja. Warum soll man herkommen? Warum soll man zu euch kommen? Ja, ich sage, wir sind ein Familienunternehmen, wirklich schon mit über 60 Jahren Erfahrung. Wir sind etabliert im Markt, haben sehr gute Aufträge auch. Nicht nur Einfamilienhäuser, wie sie in der Stadt sind, sondern wir auch wirklich größere Geschichten bei bekannteren Firmen. Und man erlebt immer was Neues. Man erlebt immer was Neues. Jetzt hast du mir auch schon im Vorfeld gesagt, du bist ja nicht der einzige Karl in der Familie, nein, oder? Ist ihr habt für jede Generation, wie hast du das vorher gesagt? Ja, jede Generation hat seinen eigenen Karli sozusagen. Mein Opa damals, der jetzt in Pension ist, mein Vater, der aktuell der Geschäftsführer ist und ich. Also jede Generation hat seinen eigenen Karli. Wer ist von euch überhaupt in der Familie? Machen da alle, haben alle ihre Rolle? Oder ja, das ist schon, also es ist wirklich, die ganze Familie ist im Betrieb, im Begriffen. Es fängt halt von der Buchhaltung an, über die Geschäftsführung und Lohnverrechnung. Da kommt keiner aus sozusagen. Das heißt, ich höre das auch so ein bisschen raus, dass es gibt für dich eigentlich, ist das dein Weg oder könntest du dir was ganz was anderes auch vorstellen? Nein, das ist eigentlich das, wo das Ziel hinausläuft. Mhm. Du hast jetzt, glaube ich, auch frisch deinen Wehrdienst absolviert, kann das sein? Ja, vor circa im Jänner war ich fertig. Im Jänner? Ja. Wie war's? Hat halt passt. Hat halt passt, ja gut. C-Schein habe ich gemacht, also besser geht's nicht. Kannst du dann auch für die Firma brauchen, oder? Genau deswegen habe ich ihn gemacht. So ist es. Ist auch Ersparnis fürs Private. Ja. Du bist aber eben noch nicht in die Firma eingegliedert, noch nicht. Kriegst du das so natürlich wahrscheinlich von daheim ein bisschen mit, sicher. Ja. Was sind so deine Pläne mit der Firma, wie würdest du dann einsteigen, Junior-Chef, oder was stellst du da so vor? Na, jetzt mache ich mal beim Ingenieursbüro mal meine weitere Ausbildung, sage ich mal so, mal fertig. Dann mal schauen, wo es am besten Handlungsbedarf gibt in der Firma, wo ich am besten einsetzen kann. Tut natürlich das Technische auf die Firma anpassen, also wie es die Firma arbeitet, dann, dass ich auf die gleiche Schiene komme. Mhm. Und dann kommt es darauf an, wie lange der Papa noch arbeiten will. Dass sie das dann schön gegengleicht, dass nichts überstürzt gehandelt wird. Also alles mit der Ruhe und das mit der schön Ruhe übergeben wird. Aber so habt ihr ja eben, du sagst, Fokus, Industrie und so weiter. Ja. Das heißt, ihr habt eure Partner, nehme ich an. Ja, also meistens die größeren gleichen Partner, die halt sagen, okay, wir haben jetzt tut was zu machen. Und ob wir natürlich Zeit haben. Mhm. Und da kommst du halt schon ein bisschen unterwegs. Ja, also wirklich, wenn jetzt wieder ein paar Monteure sind, zum Beispiel immer in Wien, weil die mögen das, dass sie halt in Wien sind, in der größeren Stadt. Mhm. Und die machen dort in dem Speckgürtel Wien die ganzen Aufträge dann von uns. Mhm. Und so jetzt, wie gesagt, du hast ja noch einige Jahre doch irgendwie vor dir, aber hast du dir da in die Richtung auch schon Gedanken gemacht, wenn ich mal die Firma übernehme, wo möchte ich da hingehen? Sollen die Partner bleiben? Sollte es die Branche bleiben? Soll es neue Partner eröffnen oder verkleinern? Wie auch immer, keine Ahnung, hast du da irgendwie Gedanken gemacht? Ich sage mal, verkleinern mal auf keinen Fall, es läuft sehr gut. Auch unsere Stammkunden natürlich beliefern uns ständig mit neuen Aufträgen. Mhm. Da können wir uns nicht beschweren. Also die sind sicher zum Erhalten. Mhm. Und da müssen wir schauen, dass die, wenn wir Platz habt für neue Aufträge haben, dass die halt zu uns kommen natürlich, dass wir eher verlässlicher Partner sind. Und ich sage, vergrößern an sich von Branchenwechsel und so weiter würde ich eher weniger machen. Mhm. Weil ich sage, unser Bereich ist gerade so vielfältig, da brauchen wir nichts dazu nehmen. Brauchst nichts dazu nehmen. Und auch so vom, wir haben jetzt vorher auch schon ein bisschen durchs Haus geschaut, habt ihr auch ein paar nette architektonische Elemente, sage ich jetzt mal hier. Glaubst du, wird es irgendwo vielleicht einen persönlichen Touch vom Karl geben, was sagst du, dann das macht das dann das Ding zu meiner Firma sozusagen? Das ist sicher, weil diese Gemälde teilweise sind ja vor allem vom Papa ausgesucht, zu der 50-jährigen Feier damals. Und es wird sicher dann auch einmal eine Veränderung geben, wenn ich da bin. Also stellst du das irgendwie dann doch so natürlich persönlichen Bezug dazu halt. Natürlich. Auch natürlich im Papa nicht ganz sozusagen von der Tür wegschmeißen. Lass ihn dann quasi so ein bisschen für dich im Hintergrund als beratende Stimme, oder? Das schon, ja. Und er darf sich ein paar Bilder noch hängen lassen. Ja, super. Du sagst, wir sitzen jetzt ja auch nicht irgendwo auf normalen Stühlen oder so. Kannst du mir beschreiben, was ist denn das hier für architektonische Elemente? Auch über der Badewanne, oder was ist das genau? Ja, das ist eine sozusagen fast als halbes Kunstwerk, sprichwörtlich. Es ist einfach eine alte Badewanne, die wir mal bekommen haben, oder eben dieser Künstler bekommen hat. Der hat es einfach in der Mitte mal durchgeschnitten und ein unseres Reisenhofer Orange eingefärbt. Alles klar, das heißt, eigentlich fehlt jetzt da noch das Logo, oder? Wenn ich so jetzt so schaue. Der ist schon, aber wir wollen es nicht übertreiben auch.
Ich habe gedacht, das passt zu uns, einfach gleich in Orange eintauchen. Das ist so eine Wartebank, Sitzbank so ein bisschen da. Fast, ja. Wir sitzen hier im Empfangsbereich. Empfangsbereich, genau. Okay. Das heißt aber, die bleibt dann auch unter deiner Regentschaft sozusagen. Der ist ja, ja. Der ist ein Sinnbild für unsere Firma. Okay. Für unsere Branche und das passt gut. Das passt gut. Du, Kali, dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Danke, danke. Hoffe, dass es so weitergeht wie bisher, dass du dich vor Aufträgen nicht retten kannst. Hoffen wir auch. Ja, und dass ja, ihr noch mehr Positives in die Zukunft erfahrt auf jeden Fall. Danke, danke. Danke, Tere.